Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Part der Hauptstory. Wir müssen Zellert jetzt ins Gesicht treten. Und das werde ich. Du Dreckiger. Einfach nur auf den Salat. Zellert, ich werde dir so hart ins Gesicht treten. Hör auf damit, Rafa. Komm, Rafa, kämpf gegen ihn an. Ich muss erstmal Monty wechseln. Ich und mein Hund werden das schaffen. Ich weiß halt, was gegen mein eigenes Monster funktioniert. Autschen. Autschen, ey. Ladungstackling. Weil er ist ein Krafttyp. Rette dich, Rafa, und danach vernichten wir Orthula. Aufgeladener Hieb! Danke für den Megatank, by the way. Aua. Er fliegt. Doch nicht. Ich gehe mal auf Bogen. Und danach lade ich auf. Stahlschläger, zack. Aua. Zeit für einen Perforierschuss. Jetzt kriegst du alles ab. Rafa besiegen ist wahrscheinlich jetzt nicht das Schwerste auf der Welt. Orthula wird heftig. Nee, das lässt du mal bitte. Kein Giftschlag. Los, mein Hund. Hau drauf. Auf den Namen Keil. Er gönnt sich zwar einen Gummistick, aber ich muss ihm trotzdem Gegengift geben. Oh nee, da kommt ein Wiederfeuerball. Bloß nicht. Er hat noch keinen Status auf sich drauf. Und ich brenne. Bitte machen Lebenspulver. Das ist auch in Ordnung. Brandsalbe auf mich. Der macht einen Himmelhochfall. Und hat Kai insta-finished. Wir müssen das schaffen. Für Rafa. Los, Kai. Hau drauf.
werde dich retten, Rafa. Ihr beide, wir werden diese Welt retten. Aber vorher muss ich dich retten. Endlich auch mit diesem hässlichen Feuerball. Da schießt ihn gleich doppelt auf mich. Er hat einfach dreimal geschossen, der Dreckige. Ich hätte erstmal eine Aufwärtsachsel ab. Los, Hund! Ich gehe mal auf Hammer rüber. Weil damit kann ich auch gut draufhauen. Ah, jetzt kommen da wieder drei Feuerbälle. Rafa ist halt kein schwaches Monster. Das tut weh. So, erstmal einen Giftschlag abwehren. Pam. Da kommt direkt noch einer. Und noch einer. Ich nutze jetzt erstmal einen uralten Trank auf Kai. Oder wir haben es geschafft. Verdient. Rafa. Rafa! Rafa, ich komme. Kloppt da. Komm, Rafa. Rafa. Der Wächter Rafa kommt mich retten. Er gibt nochmal sein Bestes. Della kriegt, was er verdient. Mein Rafa wurde gerettet. Im Della ist es nicht schlimm. Komm, Wächter Rafa. Du schaffst das. Da sitzt jemand bei mir. Er hat mich runtergeworfen. Nein, nicht der Wächter Rafa. Er wurde gegessen. Los, wir müssen ihn vernichten. Verdammt, der Wächter Rafa hat als Opfer auch funktioniert für den. So, wie siehst du in Wirklichkeit aus? Ich will dich in ganz sehen.
So sieht Altura also wirklich aus. Ein echt cooler Drache. Wieso lebst du noch? Fall einfach in das Loch rein. For this awakening, take my life. Nein. Why must you interfere? I won't let you die. Open your eyes and look. Look at this world that you reject. So, Rafa, wir beide. And listen. That which you hear, it's not the voice of that monster. It's not telling tales of a new world to come. All it wants is to live. It's the first cry of a newborn. The one who wants a new world. It's not the monster. It's you. Bereust du jetzt endlich deine Taten? Alter, der Pfeil ist verpufft. Ihm nach. You met Red, didn't you? Now it's our turn. Wir müssen Altura hinterher, weil da ist jemand aggressiv. Let's go! Hier war nicht wirklich ein Punkt, wo ich hätte speichern können. Halte Altura auf. Das ist der letzte Kampf, Leute. Danach gibt es nur noch Koop-Parts. Sag ich jetzt schon. Oh, und hier darf ich nochmal speichern. Let's go! Zeit fürs Finale. Das ist ein Gegner, den würde ich auch gern bei Rice bekämpfen. Altura, this is where it all ends. Aua, das tut ja in den Ohren weh. What's happening? It flashed again. We're positively Claudacious. Nothing to fear, right? Alle Mann auf in die Schlacht. Let's finish this hunt. Yeah! Time to put our kinship to the test! Run! Zeit für den finalen Kampf. Der wird bestimmt mega heftig. Red nicht so, als sei das das Ende. Wir haben noch einen letzten Gegner. Ich will gar nicht wissen, welchen Typus du hast. Der WD Feuerball ist extrem stark. Machen wir das Sonnengebrüll zum Anfang. Und ich mach mal Blocken, sicherheitshalber. Er ist ein Techniker. Autschen.
Eutura ist sehr, sehr groß. Warum gehst du jetzt eigentlich auf Geschwindigkeitsangriff, du blödes Vieh? Mach deinen wilden Feuerball. Ist eh doch nur ein Punkt zum Draufschlagen. Zack. Schwert ist schon mal scheiße gegen den. Okay, Hammer. Dann hau ich mit dem Hammer drauf. Ist auch doof. Es ist so. Wie bewältigen wir das Vieh anständig? Am besten, ich lade erstmal auf. Es kann sein, dass er jetzt ein Krafttyp ist. Er ist ein Krafttyp geworden. Los, Rafa! Wir machen das. Wenn wir an uns glauben, kann uns niemand aufhalten. Er ist gegen alles immun. Willst du mich verkackeiern? Ist egal, mit was ich ihm angreife. Kraftschuss. Ich hau schon mal einen Parabellschuss eventuell rein. Oh, Filmsequenz. Mitten im Kampf sogar. Jetzt legt er los, ne? Er ist das personifizierte Böse. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Autschen. Aber es hat nicht ein Insta-Finish, also zählt als keiner. Mach einmal einen Parabellschuss, ne? Aua. Nicht nochmal auf mich, bitte. Einfach mal vorprüfen. Oh, er hat jetzt noch mehr Körperteile. Linke und rechte Flügel hat er jetzt noch zusätzlich bekommen. Dann schieße doch erst auf den rechten. Da ist ein Bogen sogar gut. Nein, nicht den. Nicht den Angriff. Danke, dass du einen Trank auf mich nutzt, da muss ich nichts tun. Er lädt sich auf. Verdammte Axt. Sag mal, funktioniert eigentlich auch eine Blitzbombe bei dir? Ich weiß, es ist eine dumme Idee, aber ich probiere es. Blitzbombe. Riecht die Bombe. Hätte ja klappen können. Autschen. Das ist der Flügel, der zieht ordentlich. Ich muss uns alle einmal heilen. Ortula ist heftig. Der war schneller als ich, der Dreckige. Megatrank. Obwohl, ich brauche gerade eh einen anderen Typus. Los, mein Hund! Du bist hier gerade nützlicher. Riesenhammer. Geschwindigkeitsangriff auf den linken Flügel.
Auch dass er jetzt kaputt gehen möge. Autschen. Los! So, ich hau jetzt extra mit dem Schwert da drauf, bevor der Flügel kaputt ist. Er zieht auf meinen Hund, der Dreckige. So, ein Flügel ist schon mal kaputt. Keiler hat einen abbekommen. Jetzt gehe ich erstmal auf den rechten Flügel. Oh nee, der lädt sich auf. Genau, schärf deine Klingen. Ich wechsle zum Hammer. Ich halt trotzdem nebenbei die Liste abarbeite, ne? Jetzt kommt der Flammensturm. Der wird wehtun, aber mich nicht umbringen. Hoffentlich. Ich werde auch einmal umkippen. Wegen dem Feuer. Ich muss eine vitale Essenz nutzen. Wir machen einmal reiten und dann kombiniere ich das auf den Bauch. Beziehungsweise auf den Körper. Und der Flügel ist eh schon im Eimer. So, ihr könnt meinetwegen auf diesem Flügel gehen. Ich nutze eine vitale Essenz. Bevor wir hier drauf gehen. Freilassen. Das ist wieder normal. Ich wechsle mal zu Rafa und gebe ihnen einfach den uralten Trank. Oder er nutzt einen Maxi-Trank. Ich muss trotzdem etwas gegen die Lähmung tun. Wo habe ich was gegen Lähmung? Sprengschanden, Lahmbehandlung. Danke für den Maxi-Trank, Kai. Den kann ich gebrauchen. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt wieder ein Techniker ist. So, reiten. Kraftangriff. Er ist wieder ein Techniker, gut. Ich hau die eine runter. Jetzt nutze ich eben kurz die zweite vitale Essenz und gib die Kall. Gut, dass er so viel Leben hat. Und jetzt ist es an der Zeit, unsere Kräfte zu bündeln. Jetzt zeigen wir dir, was wir drauf haben. Er macht seinen Meteorregen und ich meinen Himmelhochfall. Feuer frei! Okay, ich weiß ja, dass ich auf Kraftangriffe geben muss. Wir müssen diesen Körper unbedingt mal brechen. Dafür ist der Hammer ganz gut. Ich hau hier immer noch eine runter. Ach nee, er ist jetzt ein Krafttyp. Er ist sauer. Und wieder eine Filmsequenz. Nächste Flügel, nehme ich mal an. Jetzt hat er 6. Was ist mit diesem Amulett? Huh? Yes, perhaps. The light. It's time.
Super. Das wird wehtun. Muss ich wieder erstmal alle heilen. Aber es zählt noch als dieselben Flügel. Ich nutze direkt mit Lebenspulver. Aqua-Geschoss, er ist jetzt ein Geschwindigkeitstypus. Gut, dass ich mitgemacht habe. Aber wenn du mit Wasserattacken kommst, habe ich den perfekten Konter für dich. Los, mein Astalos. Damit war die nur ein bisschen. Ich gehe mal mit auf den Technikangriff auf den linken Flügel. Los, Asta! Autschen. Er gönnt sich ein Gummistick, das heißt, ich brauche ihn nicht heilen. Das blöde Vieh lädt sich auf. Okay, es ist immer noch immun gegen Lähmung. Ich glaube, Oltura ist immun gegen alles. Ey, ich nutze jetzt den Meteorhammer und hau damit auf den rechten Flügel. Komm! Einfach immer weiter drauf fahren. Irgendwann geht er schon kaputt. So, der linke Flügel ist jetzt auch recht kaputt. Der kann halt jedes Element nutzen. Der ist ja wie der Alatreon. Okay, er ist wieder normal. Das heißt, Rafa. Wenn du jetzt nicht geheilt wirst, ich hätte sonst jetzt einen Uralten auf dich genutzt. Diesen Körper haben wir halt immer noch nicht gebraucht. Der kriegt nochmal Flügel, kann es sein? Und draufhauen. Jetzt zeige ich dir mal, wie man Knochen bricht. Du machst keinen Angriff. Rafa, falsche Technik. Mach doch einen Kraftangriff, du bist Krafttypus. Und es ist wieder mal wütend. Das heißt, ich muss mit Geschwindigkeit draufhauen. Er schafft es auch jedes Mal, seinen Körper noch kurz vorm Brechen zu retten, ne? Ist das Ding. Ist es tot? Nee, es ist auf dem Boden. Oder? Nein, tot! Wir haben es besiegt. Bleib liegen. Nein, es bewegt sich noch gleich wieder, weil das Amulett leuchtet. Das Vieh ist noch nicht tot, oder? Jetzt kommt es erst in die Enrage. Diese Augen vielleicht kaputt machen? There must be a way to pierce that light.
gotta be it. Oh shit. Drachenwut. Wo ist das, der Kampf noch nicht vorbei ist? Das ist Alturas wahre Gestalt. Toll, noch mehr zum Brechen. Das macht einen glücklich. Ich ziehe beim Lebenspulver mit, Kai. Dass eure Tour ein bisschen länger dauert, war klar. Und Rafa wurde gefinished. Aua. Ich gebe mir den uralten Trank, bevor es zu spät ist. Du machst zum Glück Meteorregen, das heißt, der kann nicht angreifen. Mach den verkackten Kraftangriff. Tja, mach den Feuerball. Mach die Flügel kaputt. Ich gehe auf die linke Flosse. Aua. Pam. Kraftangriff auf die rechte Flosse. Pam. So habe ich wenigstens beide mal gehittet. Autsch. Bitte nicht nochmal auf mich. Und Rafa wurde gefinisht. Wenn ich jetzt nochmal angegriffen werde, bin ich Tripp. Das ist mein letzter Uralter, ne? Der macht halt ultra viel Schaden, der Ulturer. Es wäre schön, wenn du auf Kraftangriffe gehen würdest. Ich gehe auf den rechten Flügel. Dann ist einer schon mal kaputt. Hoffentlich. Je weniger Flüge, desto besser. Einer weniger. Dann machen wir jetzt die Flosse kaputt. Warum darf der auch so oft angreifen? Ist doch mega unfair. Ja genau, mach deinen Meteorregen. Dann hau ich da drauf. Los, geil drauf! Druff! Noch eine Filmsequenz! Jetzt eskaliert das Ding komplett! This is bad. Look at that power. We don't stand a chance. Then we finish it off with the amulet. You think that'll work? Just a hunch, unless you've got a better idea. Ready? Wir machen daraus einen Fall. Los, Kai! Heilige Pfeile! We gotta stop it from moving. We need to do something. Thing is, the scales are in the way. Okay. Los geht's! Wir wissen, was wir zu tun haben. Ich nehme jetzt diesen Hammer
und schleudere ihn volle Kanne in deine linke... Nee, warte mal. Ich hau sie in die rechte Flosse jetzt vollkommen rein. Pam! Auf das der brechen möge. Ja, das sagt sich so leicht. Auch zum Bogen. Ich gehe sogar mit einer Kraftbeschichtung drauf. Luke. Luke deine Kraft ruhig. Hauptsache du feuerst sie nicht ab. Darf nicht zum Angriff kommen. Sicherheitshalber, ich gebe einfach eine vitale Essenz, nur sicherheitshalber. Nein, du machst jetzt deinen scheiß Feuerball. Wir müssen das brechen. Gebrochen. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Of its wings. We only get one shot at this. Roger that! Volle Power! Ist endlich tot. Dieser Kampf war halt heftig. Keine Sorge, ich überlebe das. Orthula wurde endlich besiegt. Auch wenn ich mir Orthula ehrlich gesagt größer vorgestellt habe. Don't tell me you're leaving already. Sorry, buddy.
I can't stick around forever. Kyle, don't forget the gift. Huh? Oh, right. This is for you. Oh, you found it. Not me. Tsukino was the one who found it. Hmm? Thank you both. Let's meet again sometime, okay? Oh. Hmm. Yeah. Hey, aren't we missing someone? Well, about that... I should have known where to find you. Here again today, huh? My partner's been waiting for Ratha to come back. Ratha put his life at risk to protect us. Without Ratha's help, we never would have been able to defeat Altura. Huh. I don't doubt it. And thanks to your efforts, Mahana is safe. It wasn't just us. Kyle. Huh? Tsukino. Mm-hmm. Everyone who helped us along the way. They all contributed something to make this possible. And let's not forget Red and Guardian Ratha. We couldn't have done it without everyone. Ratha kommt jetzt bestimmt. Ratha! Ey, mein Char, der hat nicht mal gesprochen. Soweit ich das gerade gemerkt habe. Komm zu mir und friss mich auf. Story to everyone back home about how we met, about our adventures together, about all we went through, and above all, about the bond between riders and monsters. Wir haben das Spiel abgeschlossen nach gut einem halben Jahr. Kann ich das beschleunigen oder? Ja. Ich mogel mich hier jetzt nochmal rein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Projekt. Keine Sorge, wir machen noch die letzten Koop-Questen. Ich lasse jetzt hier die Credits noch ablaufen und verabschiede mich dann hier jetzt schon mal von euch. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.
Altura has been defeated. This feat was achieved thanks to the power of your kinship with me. The tale of your triumph will be retold time and a- When you say you, you mean me too, right? Mm-hmm. You won't just be known as Red's grandchild, but as the champion rider of Mahana. Maybe you'll become our new leader. This is so exciting! I hereby grant you access to the Elder's Lair in the Forbidden Grounds. But, Chief Gaara, aren't all riders supposed to stay away? Nobody knows what monsters lurk in that place. Nearly true, Kana. There was one rider who knew... Oh, yeah. He was allowed to go there, that's right. I reckon that's where he went to do his thinking when the world started taking a dark... As the heroes who defeated Altura, you too. I can't believe it. I guess times have changed, huh? You're right. I'll come along with you. Can't hurt to have. In the wake of Altura's influence, there is talk of unusually ferocious monsters. To think it would have such a widespread effect. Mm-hmm. That is just the way of nature. Perhaps you could. If you return to Ruto. Alwyn is sure to lend a hand. We also have our buddies Roberto and Siobhan to call on! Kyle and Tsukino, of course. You made so many friends along the way. It's far from over. Our legend will never end! So let's shake a tail and head to the Elder's Lair! Let's run! So, Leute. Der Ältestenbau. Ist ein weitläufiges Gebiet in den verbotenen Gründen. Viele hochrangige Monster. Ja, das ist einfach nur Highwing. Da haben wir die stärkeren Viecher und... Ich kann mir jetzt meinen Gefährten aussuchen. Ja, und jetzt haben wir halt hier nur noch den Highwing, beziehungsweise den Afterstory-Stuff. Den werden wir nicht spielen. Den werde ich, wenn überhaupt,
privat spielen, weil das jetzt, wie gesagt, nur so eine High-Rank-Sache wäre, dass die alle ein bisschen stärker werden. Und eventuell noch ein paar Monster dazu. Aber die werden wir höchstwahrscheinlich auch hier treffen. Ich zeige jetzt einmal hier mehr Spieler. Ich mache das über Lokal. Weil da muss ich dann keine Sorgen hier haben. So, und ihr seht, all diese Achterquesten sind jetzt dazugekommen. Die werden wir erledigen, abgesehen von diesen Erkunde-Missionen. Die werde ich nicht machen, wenn nur offscreen. Ja. Ihr seht, dass es hauptsächlich Erkundungsmissionen sind. Wie gesagt, Erkundungsmissionen werden wir nicht machen im Online-Modus. Und wir werden auch nur die machen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Heißt zum Beispiel den Fulgur Anjanaft. Oder hier... Warte. Gib mir eine Sekunde, um irgendwas Neues zu finden, weil es sind echt viele High-Rank dazugekommen. Hier am Anfang war irgendwas. Göttin des Goldes. Das würden wir dann noch machen. Aber wie gesagt, die restlichen Questen, die würde ich höchstwahrscheinlich alle offscreen machen. Nur den Fulgur Anjanaf und den, die hier Zeit Göttin des Goldes. Das machen wir noch. Aber ansonsten werden wir keine von denen wirklich aufnehmen. Wenn nur offscreen werden wir die machen. Weil das werden vom Prinzip her alte Monster nochmal neu. Nur noch mal ein bisschen stärker. Und ihr würdet halt den gleichen Stuff sehen. Eventuell hier die Glavenius-Quest auch noch. Oder hier die Questen, wo die stärkeren Versionen dabei sind. Die würden wir auch noch machen. Aber das sind Prüfungsquesten. Das heißt, die werden nicht lange dauern. Auf jeden Fall, Leute. Dieser Part ist jetzt wirklich schon lang genug. Jetzt noch mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann bei den letzten Missionen bzw. bei den letzten Videos. Bis dann. Tschüss.